heute scheint die Sonne, heute geht an vielen Stellen die Sonne ans Netz und wir Grüne machen deutlich, die einzige Kraft, die für den Ausbau der regenerativen Energien steht, systematisch und konsequent, sind Bündnis 90 die Grünen. Und Herr Röttgen, der sagt so lala, der weiß nicht so recht, der macht Rückzieher, der stellt die Weichen falsch. Das wollen wir heute zum Ausdruck bringen. Ja, ist hochaktuell, weil die Bundesregierung die Solarindustrie zurzeit vor die Wand fährt. Und es ist ein zentraler Angriff auch gegen das Handwerk und den Mittelstand, auch in Nordrhein-Westfalen, auch gegen den Industriestandort. Hier wird eine hervorragende Entwicklung einfach abgebrochen. So mir nichts, dir nichts, nachdem kurze Zeit vorher das Erneuerbare Energiengesetz schon novelliert worden ist. Das ist nicht verlässliche Politik, das ist nicht konstant und das wird vor allen Dingen nicht dazu beitragen, dass die Ziele der beschleunigten Energiewende umgesetzt werden. Und deshalb müssen wir das dringend ändern. Die nächste Chance ist im Bundesrat am 11.05. Ja, es hat mit Röttgen zu tun und mit dem FDP-Spitzenkandidaten Lindner zu tun, weil beide zusammenstehen für einen Zickzackkurs in der Energiepolitik. Erst 12 Jahre Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke, dann auf einmal Atomausstieg, dann Energiewende, dann wird die Solarindustrie abgewickelt und jetzt aktuell mit der Gebäudedämmung wird quasi die riesige Chance für unser Handwerk, für unsere Wirtschaft, aber auch für die Mieter, dass die Ausgaben für Öl und Gas zurückgehen. Diese Chance wird nicht genutzt, weil man nicht in die Gebäudedämmung massiv investiert. Also es ist rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Es wird nicht so richtig klar, will man jetzt eigentlich erneuerbare Energien, sieht man es als Chance. Offensichtlich beschränkt sich Berlin gegenwärtig darauf zu bremsen. Und weder Herr Röttgen noch Herr Lindner haben dem was entgegengesetzt in Berlin, ganz im Gegenteil. Insofern, wer hier Energiewende möchte, erneuerbare Energie sparen, Energieeffizienz und damit die Arbeitsplätze hier, aber auch zukünftig in der Exportwirtschaft weltweit für uns, der muss Bündnis 90 die Grünen wählen. Naja, wir sind in Düsseldorf knapp 4 Wochen vor einer zentral wichtigen Wahl, nicht nur für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, sondern natürlich auch für den Bund, denn die Wahl in Nordrhein-Westfalen hat ja immer auch eine wichtige Auswirkung, ist ein wichtiges Stimmungsindiz und wir wollen natürlich das, was in Nordrhein-Westfalen 20 Monate schon gut vorgemacht worden ist, eine zukunftsorientierte Politik mit klarer grüner Handschrift, dann 2013 mit dem Rückenwind aus NRW auf der Bundesebene durchsetzen, indem wir Schwarz-Gelb ablösen. Ja, wir wollen zum einen Nägel mit Köpfen machen beim Thema energetische Gebäudesanierung, weil das auch Arbeitsplätze der Zukunft schafft und Energieeffizienzreserven locker macht. Also wir brauchen weniger Energie und wir schaffen Arbeitsplätze für den Mittelstand. Und deswegen ist das, was die Grünen wollen. Wir wollen ein Klimaschutzgesetz, was einen guten Rahmen setzt für industriepolitische Leitentscheidungen, weg von Kohle, weg von Atom hin zu kleinen dezentralen Anlagen mit Wind, mit Sonne in Nordrhein-Westfalen. Ja.